Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem RP-Projekt zusammen mit meinem Herrn Kollegen, aka Bruder Julian Seidebacher. Danke, aber ich bin nicht der Bruder. Nein, hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge zu My Friend and Me in Account. Ja, wir sind ja zuletzt hier auf den Hof gekommen. Der Bauer hat uns etwas geschenkt, was ich immer noch nicht ganz so realisieren kann. Weil es irgendwie, ja, weiß ich nicht. Schöne Geräte sind. Real ist. Der schenkt uns einfach hier zwei Traktoren. Und natürlich haben wir denen dafür auch eine gewisse Summe gegeben, so ist ja nett. Mhm. Sind jetzt solche Geizhälse. Ja, auf jeden Fall. Wir haben eigentlich beide noch was zu tun, oder nicht? Was hast denn du zu tun? Ja, ich bin jetzt gleich beim Zimmermann noch das Heu da oben machen. Du warst ja beim Felix. Beim Felix, aber der ist ja halt nicht da, oder? Nee, ich glaube, der ist aktuell noch bei der Fortbildung. Da müsste aber nachher eigentlich kommen. Ja, schauen wir mal. Das heißt, ja, das Problem ist jetzt, wir haben hier vier Maschinen, aber keine einzige Fläche, wo wir das Zeug hinstellen können. Mhm. Weißt du, was ich mal fragen könnte? Ja. Ich rufe mal einen Zimmermann an und frag mal, ob ihr das Zeug bei dem jetzt mal hinstellen könnt. Ja, mach das, du hast da gute Connections zu dem. Jo, ich rufe den mal an. Perfekt. Jo, und hier schauen wir mal da weiter. Wo ist nur der Herr Kollege da vom Laden? Ist ja schön verschwunden. Gibt's ja nicht. Verschwindet dann, ich glaube, ich bin. Die Gatoren da. Ist ja auch noch da. Die Beefen da. Okay, ja, schauen wir mal, was es so weiterbringt. Er telefoniert noch, dann schauen wir weiter. So, Herr Kollege. Wir können die erstmal da oben hinstellen. Das heißt, gleich ein Traktor. Ja. Der Bauer ist weg, oder was? Ja, der ist hinten irgendwo. Ey, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal. Nochmal viel fast früher, gell? Ja. Boah. Der Gesagte ist doch erstmal ganz gespannt, wie die aussehen. Ich will das sich gleich erstmal angucken, die Traktoren. Aber das ist ja schon ein ganz schön krasses. Wo sind wir jetzt da reingefahren? Na. Ey. Alle. Dominik, bleib mal stehen. Sorry, Herr Bauer. Das sind meine alle. Sorry, ja, der kann doch jetzt so gut fahren, der Führerschein auch erst seit ein paar Monaten. Weiß Digga, es war gerade aus ein Schlagloch. Tut mir leid, Herr Kollege. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich nochmal sehr bedanken bei Ihnen. Digga, du gib mal ein Rohr, du Klappspaten. Ja, okay, bis dahin, wir sehen uns. Herr Bauer, wenn danke nochmal. Du hast eh mein. Der zählt doch scheiße. Du hast eh mein Visitenkarten, kannst mich mal anrufen. Jo, mach ich. Fix, servus. Jo. Digga, der labert immer so viel. Dominik, was machst du immer für eine Scheiße, also wirklich? Digga, ich hab doch nichts gemacht, mach du einmal hinten deine. Du bist in die Halle da drüben reingefahren oder warst kurz davor? Ich bin nicht da hingefahren, was willst du von mir? Ich hab's aber im Rückspiegel gesehen. Du, ich glaub, du hast wieder zu viel Bier getrunken, Herr Kollege. Ja, ich glaub's auch. Ich lass es einfach mal so im Raum stehen.
Ja, merkst du. Ich muss ständig gucken, wo die scheiß Einfahrt hier ist. Ja, fahr halt noch langsam auf mit du. Hey, Bob, ey Junge, du. Wenn man irgendwo einpiekt, muss man auch langsam fahren. Ja, du. Dann setz mal einen Blinker her, Kollege. Ja, das macht bei dem neueren Gerät hier. Oder wo. Was machst du? Ey Dominik, bist du eigentlich zu hinkommen, um einfach geradeaus zu fahren? Boah, jetzt verlierst du das Gerät noch. Es ist futschelnagelneu, du verlierst das scheiß Gerät, willst du mich eigentlich verarschen? Wird mal also wirklich mit dir. Wenn der Sicherheitsbolzen ausgeht. Du bist bald genauso teuer wie eine Freundin. Ja. Ja, wir stellen dich erstmal hier. Magst, du Sabotisten, du. Ja. Park bitte ordentlich ein. Na was, wie stell da das zu dir haben? Ja, bei dir glaube ich es ja noch. Ja, ich schwitz nicht, du Lapperkisten. Ja, ich glaub's auch. Vorhoho! Nicht so schnell! Puh. Ganz knapp, da passt gerade zu meinem Finger noch dazwischen. Ja, ich schwitz. Kurz nicht. Vorm Baum. Jetzt stell dich noch hin! Gott nochmal, gibt's doch gar nicht. Eigentlich müsste mir das Gewicht gleich mal umhängen. Ja, ich sag, komm, wir gehen kurz auf die Wiese. Gucken kurz, was der Zimmermann macht. Komm! Dominik, hier! Lass mir Erinnerungsbild machen, du Klappspaten. Hier hinten bin ich. Ja, ich weiß, wo du bist. Oh, Gott, Mann, du und deine Fotos immer. Ganz schlimm. Hallo, Herr Zimmermann! Na, hallo! Hi, so schnell sieht man sich wieder. Ja. Ich sehe schon, du bist ganz schön fleißig hier. Bist schon am Heumachen. Servus, oh ja, der Wender sieht auch sehr interessant aus hinter dem Traktor. Ja, den habe ich vom Herrn Müller ausgeliehen. Der ist aber ein bisschen klein, sag ich mal. Ja, besser habe ich mir den ausgeliehen und zahle dafür gar nichts, weil der hat mir den einfach so ausgeliehen, fand ich ja sehr nett. Ach so, ja, dann. Schenkt ihm mal aber Gaul, schaut man nicht ins Maul so geben. Genau, ja. Aber ich dachte, sie wollten Hälfte-Hälfte, Mann. Hälfte Silage, Hälfte Heu. Ja, nee, habe ich mich jetzt umentschieden. Erstmal komplett Heu, ja, na klar, komm ja auch mal. Sie haben ja mehr als nur die eine Wiese hier. Ja, genau deswegen, weil ungefähr nördlich von meinem Hof, also hier in die Richtung, habe ich dann auch noch eine kleine Abschnitt Wiese. Und den würde ich dann einfach zu Silage machen wahrscheinlich. Ja, dann ist doch cool. Ja, du wolltest ja mal unsere Maschinen angucken. Ja, da wollte ich gerade sagen, ja, müssen wir uns ja, mal angucken. Mal. Komm mal mit. Da also sind halt schon bei dem anderen Traktor schon ein paar Kratzer drin, ne? Warum, sage ich Ihnen jetzt mal, okay. Dominik kann nicht so gut fahren, weißt du? Ja. So. Ja, Digga, hier, was haben wir jetzt gerade gehört, ha? Die zwei Brachstücke, was ist los, Dominik? Du roter Pumuckl, du gib auch mal Ruhe, gell? Auch noch mit einer Saatmaschine und einem Grubber hier, da haben sie ja richtig... Ja, ich weiß auch nicht, der hat irgendwie einen Checkpoint gewonnen. Wow, ja, oder das selber, irgendwie... Ja. Oder diesen kurz vorm Auseinanderfallen oder so und sie haben die geschenkt bekommen. Oder sind einfach nur Mietmaschinen, müssen vorstellen, ich kriege mir die ganze Geld abgezogen. Hör du einmal das Mikrofon aus deinem Mund aus, aber man versteht den nicht. Ach, Vogel-Logel. Oder die sind geklaut und dann damit sie das Ärger bekommen. Ja, also, sobald die Polizei bei uns auf dem Hof steht oder bei ihnen, dann wird schwierig. Ist nicht mehr. Ja, da haben wir gleich Probleme. Ja, aber also, sieht ja prinzipiell schon mal ganz nett aus hier, die Maschinen. Ja. Also sind auf jeden Fall keine kleinen Maschinen, sag ich mal so. Ja, der Klaas ist der, wie viel PS hat denn der? Der sieht ja schon relativ groß aus. Ich glaube, der hat. Wie viel hat er denn? Wart, kann ich denn auch. Mann, geh doch mal aus dem Weg hier! Digga. Mann. Was weiß ich, wie viel der hat? Was 200, ist das ferner? 660. Guck mal im Katalog, Dominik. Ich schau gerade im Katalog. Ich guck dir auch mal über die Schulter. Was ist das jetzt an 660? Ja. Hm. 305 hat er. Ja. 305. Ja. Eieiei, da haben sie ja mehr PS als mein Fendt hier. Das ist ja. Ja, das ist schon sehr interessant. Das sieht ja auch noch sehr modern aus hier. Also, ja, die sind nicht alt. Wie gesagt, ich habe immer noch ein mulmiges Gefühl bei, wenn ich hier gucke. Ja. Ja. Nö, aber auf jeden Fall, sie hatten ja das Problem, dass sie immer nur einen Traktor haben. Ja, das ist. Jetzt kann man ihnen ja ein bisschen helfen.
Ja, hier. Und wenn sie wollen, können sie auch direkt helfen. Womit denn? Also einerseits, dass der Wendete muss ja auch geschwadert werden. Ja. Und dann habe ich ja auch noch ein Feld hier vorne irgendwo, da müssen wir mal kurz hinrennen. Dominik, bleib denn da stehen. Schlaf denn da ein, komm mit. So, hier ein schönes Feld habe ich noch. Das muss gekalkt werden. Oh ne, das sehe ich ja jetzt erst. Oh. Ja, muss ich mal bei der Spedition fahren, ob die Kalk vorbeibringt. Ja, aber ich habe auch gar keinen Kalkverteiler, glaube ich. Oh ja, dann muss man den auch noch mieten. Ja, da kann ich ja direkt den Lohnunternehmer hier holen. Der mag sie doch so gerne. Stimmt, du kannst den Lohnunternehmer holen. Er hat ja auch mal ein paar Aufträge. Ich sag, der ärgert sich immer, dass er so wenig Aufträge hat. Ja, ich glaube, das würde ich dann machen. Und das, genau. Danach muss man ja ansehen. Das ist ja. Mhm. Ja. Dominik, du kennst dich ja ganz gut aus mit dem Aussehen. Aber diesmal das Feld hier, nicht ein anderes, weißt du? Wenn der Herr da unten mir den Auftrag gibt, dann kann ich nur das machen, was der Herr da unten sagt. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall eindeutigen Auftrag. Ja, ich muss ja erstmal hier mich darum kümmern, dass wir hier ein bisschen das Feld voller Kalk bekommen, ne? Also telefonisch. Genau. Ja. Dann würde ich anfangen mit Wenden, ne? Meinen Sie schwadern oder? Ach so, ja. Ja, oder weiter wenden, das geht auch, weil der Schlüssel steckt noch. Also ist ja noch Dominik! Ja, würde ich sagen, du kannst ja wenden und ich fange an mit schwaden, ne? Passt. Wenn ihr her darf, Herr Zimmermann. Ja, der Schlüssel steckt auch noch, der soll ist da drin. Dann Herr Zimmermann, machen wir uns das mal auf der Arbeit. Ja, ich muss ja jetzt Telefonsachen klären dann, ne? Passt, endlich haben wir Fan fahren. Ja, bis dann. Servus. So, dann lasse ich den John Deere hier stehen und dann nehme ich den Glas. Auch sehr ein impulsantes Gerät. Ja, auf jeden Fall. So, jo, da haben wir ja erstmal ein bisschen was zu tun hier, Dominik. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der zahlt doch jetzt schlecht, der Herr Zimmermann. Na, glaube ich auch nicht. Boah, der ist ja richtig geil von innen hier, der Glas. Mhm. Im Massage sitzen. Übrigens ist der Bürgermeister heute wieder da. Ah, okay. Mhm. Das heißt, mit dem können wir eigentlich auch nachher noch reden. Wegen der Parzelle oder so. Einem kleinen Grundstück. Das kann man ja auch dann über eine Pacht oder so machen. Dass wir erstmal ein Grundstück haben, wo wir unsere Geräte abstellen können. Können wir auch machen, ja. Naja. Das wäre perfekt. Ja, würde ich sagen, machen wir das nächste Mal einen Termin bei dem. Ja. Aber irgendwie nerven mir die Bücher da irgendwie da. Ja, die sind scheiße. Das muss ich mir jetzt mal orientieren. Das ist auch ein ganz modernes Gerät hier, denn mit sowas habe ich noch nie gearbeitet. Früher auf dem alten Hof, bei dem ich mal ausgeholfen habe, Dominik, weißt du ja? Ja. Über die Sommerferien, früher, da hatten die nur so einen kleinen Einkreisschwein. Der hat hier drei Stück hiervon. Deswegen, das ist immer sehr interessant. Wie läuft es bei dir so mit den Wänden? Ja. Ist halt nicht der Größte. Ja, ey, warte, das habe ich gerade mit. Aber Fan fahren. Ja, auf jeden Fall. Ich rufe mal kurz den Bürgermeister an wegen dem Termin. Ja, mach das. Und wir machen da weiter mit den Wänden.
So, Dominik, da habe ich einen Termin gemacht, dreiviertel Stunde sind wir da. Passt. Aber das machen wir später dann. So, ja. Meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei, schreibt einen netten Kommentar unter die Videos. Und dann schaut es in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.